und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, eure Francis World. Und wenn ihr an dieser Stelle meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das super gerne machen. Gebt dem Video mal ein Like an dieser Stelle. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe einen anderen Videohintergrund. Und wir werden heute, ich habe es eh schon in der Videobeschreibung gelesen, wir werden heute Kekse backen. Und nicht nur irgendwelche Kekse, sondern Halloween-Kekse. Und ich habe voll Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ja, ich werde euch gleich zeigen, was wir dafür alles brauchen. Ich werde ja ein bisschen specialmäßiger irgendwas machen. Und zwar, ich werde den Teig einmal ohne Alkohol machen und einmal mit Alkohol. Und ja, ich bin gespannt, ob das was wird. Ich freue mich mega. Ich würde sagen, wir fangen dann mal an. Also ich habe hier heute alles mal hingelegt, was wir brauchen. Backpulver, Vanillezucker maybe, oh, coole Glubschaugen. Das ist dann zum Dekorieren, das hier auch. Messer und Löffel, Keksausstecher, Lebensmittelfarbe, ganz wichtig hier. Brauchen wir Zucker, so eine Auswalzrolle. Brauchen wir einen Eierlikör, also nur ab 8 schon hier. Parfüm brauchen wir hier nicht. Eine Waage. Dann zwei so Schüsseln und so eine Matte zum Teig drauflegen. Mehl brauchen wir noch. Ich bin gespannt, ob das was wird hier. Als erstes nehme ich mir jetzt meine kleine Waage. Unser Mehl. Einfach so Weizenmehl. Geben 150 Gramm Mehl hinein. Okay, bei mir sind es 155 Gramm geworden, aber egal. Brauchen wir das Messer und unser Backpulver und geben hier so eine kleine Messerspitze. Backpulver noch dazu. Dann brauchen wir ein Ei. Jetzt vermischen wir das hier mal alles. So, ich habe das jetzt vermischt und gebe das Ei hin. Und danach brauchen wir 40 Gramm Zucker. Plus brauchen wir dann noch Butter. 125 Gramm. Jetzt werden wir das Ganze mit dem Mixer alles vermischen. Teig mit Lebensmittelfarbe vermengen. So, das vermische ich jetzt. Also das sieht jetzt schon mal sehr schaurig aus hier. So Leute, wie man sehen kann, die Lebensmittelfarbe ist drin. Es ist eher kein Rot, sondern ein Rosa geworden. Also ich habe das jetzt mal geteilt. Sowas von nicht schmecken, aber ja, wie wir sehen. Wie viel soll ich reingeben? Ich weiß gar nicht, wie viel ich reingeben soll. Wir machen mal, oder? Ich glaube, das reicht jetzt. Eierlikör ist wie Teig. Oh Gott, ich bin so blöd. Okay, ich werde jetzt einfach da nochmal mehr Mehl reingeben. Jetzt sitzt Eierlikör drinnen in dem Keksteig. Ich habe Angst irgendwie, Leute. Und jetzt kommen wir zum coolen Teil, nämlich zum Aufstechen. By the way, ich habe die anderen Kekse noch nicht reingegeben. Also das sind jetzt die ohne Alkohol und die mit Alkohol. Der Teig ging voll auf. Ich weiß nicht warum. Ich hab den nicht dünner hinbekommen. Und ich hoffe, das wird jetzt was. Ich habe den Ofen auf 180 und Umluft oben und unten. Und ja, wir geben die jetzt mal für 10 Minuten rein und schauen uns das an. Ich habe noch nie etwas gebacken, wo Alkohol drin war. Also ich hoffe, ich hab das richtig gemacht. Ja, ab in den Ofen mit euch. So Leute, ich habe die Kekse jetzt aus dem Ofen geholt. An 10, 15 Minuten drinnen. Dann können wir anfangen dekorieren. So, die Kekse sind aus dem Ofen. Und wie man sieht, die, was etwas mehr aufgegangen sind, sind die... Ja, mit Eierlikör. Ich habe noch gar keine probiert. Zwischenstand, ich fühle mich jetzt leicht beobachtet. So viele Augen. So Leute, meine Halloween-Kekse sind fertig. Und oh mein Gott, wie mega cool sehen die aus. Ich habe mein Bestes gegeben. Diese hier, das sieht so cool aus. Ich werde jetzt mal probieren mit euch. Ich habe mir echt... viel Mühe gegeben. Naja, sieht man jetzt aber nicht so ganz. Naja, also ich finde, die sind richtig cool geworden. Ich habe hier schon etwas probiert, aber den Teil werde ich jetzt auch noch probieren. Also ich finde, den Eierlikör schmeckt man irgendwie nur ganz, ganz, ganz wenig raus. Ich würde sagen, nicht vergessen, meinen Kanal zu abonnieren und dieses Video liken. Und vielleicht wollt ihr ja auch so coole Halloween-Kekse nachbacken. Danke fürs Anschauen, eure Francis World. Bis zum nächsten Video. Ciao.